Bei uns habe ich die Wildkamera zunächst am Zaun angebracht. Der erste Fang war von einer besonderen Spezies. Überhaupt habe ich die ersten gelungenen Aufnahmen bei Tag eingefangen. Die Rehe sind hungrig und naschen von den Brombeeren. Satt? Okay, gehen wir. Dabei hätte es diesem hübschen Kerl begegnen können. Doch wenden wir uns den Nachtaufnahmen zu. Ein häufiger Gast, wie sich im Laufe der Aufzeichnungen zeigte, ist der Fuchs. Oder sollte ich sagen, Füchse, achtet auf den Schweif. Dieser hier ist ein anderer als der zuvor. Sein Schwanz ist viel länger. Und auch die Rehe sind bei Dunkelheit aktiv. Dann ist die Kamera ein Stückchen weiter hinein in den Wald umgezogen. Ein Fuchs. Und hier sind dann auch die Sauen so richtig aktiv. Die Frischlinge folgen der Bache. Waren das alle? Hoppala, da kam noch ein Nachzügler. Irgendetwas hat sie erschreckt. Seht ihr das Kleine, das sich vorne abgeduckt hat und liegen bleibt? Nochmal langsam. Und es liegt noch, als im Hintergrund wieder Aktivitäten zu sehen sind? Dann mal wieder ein Reh. Wer kommt uns denn da besuchen? Gering, älter Schwanz und dicker Bubis. Hier eine Vergrößerung des Ausschnitts. Wenn das mal kein Waschbär war. Hui, wie geil ist das denn? Eine Katze. Der dunkle Rückenstreifen und auch hier der geringelte Schwanz. Das war garantiert eine Wildkatze. Hier nochmal als Standbild, damit ihr die Zeichnung von Rücken und Schwanz besser sehen könnt. Eine ganze Rotte Wildschweine in voller Pracht. Die ersten Aufnahmen stammen noch aus dem Sommer, die letzten nun aus dem Oktober. Hier zieht der Nebel und langsam wird es ungemütlich da draußen. Die Kamera wird nun an einen neuen Standort umziehen. Mal schauen, was es dort zu entdecken gibt.